Salve, ihr Spectatoris, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es jetzt 1 Uhr, 10 vor 1. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. So, ich war heute, wir beginnen mal von vorne. Ihr hattet ja schon länger mal danach gefragt, dass ich hier die Akkordia von Penny vorstellen sollte und hier, stimmt, die Turbo von Penny waren es, glaube ich. Die von Penny und die anderen von woanders her, mein Gott. Die Turbo von Penny und die Akkordia von Rewe, genau. So, von Rewe habe ich ja sogar mal angefragt. Und heute soll es dann halt um die Turbo gehen. Ja. Falls ihr euch wundert, warum ich das länger in die Kamera gehalten habe, ist einfach damit, dass ich hier einen Screenshot machen kann für das Thumbnail. So, ich bin heute in schönes Lecktown oder auf Wilhelmshaven genannt, naja, nicht andersrum. Ja, nach Wilhelmshaven gefahren, weil da der nächste Penny, der nächste Kaufland ist, der nächste Rewe ist von mir aus gesehen. Ich musste nur neue Gasflasche haben und Gas gibt's halt in Wilhelmshaven mit Pferderwaden-Groten. Schöne Grüße an die Firma Linde in der Flugstraße 82. Ja, Gas musste ich trotzdem bezahlen, aber wenn ich jetzt quasi Schleichwerbung gemacht habe. Ja, aber wenn ich schon mal den weiten Weg nach Wilhelmshaven auf mich nehme, ich habe ja deshalb kein Auto, um Gas zu holen, dachte ich, kauf mal da überall Zigarillos, wo du noch nicht warst oder wo du sonst auch nicht hinkommst. Eigentlich wollte ich ja keine Zigarillos mehr vorstellen, die ich selber bezahlt habe, aber da ich sowieso was zu rauchen brauchte, dachte ich, kann ich auch die kaufen, die ich noch nicht getestet habe und stelle die euch dann halt vor, weil ihr freut euch immer so darüber, wenn ich Zigarillos vorstelle und so. Darum dachte ich, kauf heute mal die Turbo. Das ist, die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier die große Packung bekommen mit 23 Zigarren Inhalt. 2,60 Euro kostet diese große Packung mit 23 Stück drin. Die kosten 7,23 Cent pro Stück. Man findet da jetzt nicht wirklich was zu im Internet. Ja, Imperial Tobacco steckt dahinter. In Imperial Tobacco Holdings International Niederlassung Deutschland in Hamburg. Fragen an Penny, kontakt@penny.de, hätte ich auch mal anfragen können, habe ich aber nicht. Weil Penny ist so ein Markt, den habe ich einfach nicht auf dem Schirm, weil bei uns in der Nähe ist halt Wilhelmshaven der nächste und ich fahre jetzt nicht für einen Supermarkt nach Wilhelmshaven, das sind 35 Kilometer, das habe ich nichts von. Und ja, ich brauche den Laden irgendwie auch nicht, so wie ich das heute gesehen habe. Ja, wie gesagt, ich bin Aldi-Fan, das wisst ihr glaube ich auch und ja, das wird sich auch heute nicht geändert haben. Ja, nicht Penny, da kann man auch sicherlich gut Lebensmittel kaufen, aber ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich will das Penny nicht runter machen, um Gottes Willen, das habe ich nicht nötig, aber gut. Ich will hier die Zigarillos vorstellen. Habe ich aber viel erzählt heute. Ja, man findet dazu im Internet nichts, ich habe gerade nochmal gegoogelt, aber da steht halt auch nur im Netz, wie teuer die sind und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob man die online bestellen kann. Ich habe es, wie gesagt, bei Penny in Wilhelmshaven gekauft, irgendwo in Vetterwaden-Groden. Ja, in Groden habe ich in meinem Büchs. Nee. Ja. Haben wir auch hier ein schönes Deckblei, Quatsch. Papier hier vorne drauf. Die kommen mir kürzer vor als andere Zigarillos. Ja, leider habe ich auch keine Länge gefunden, aber ich hole mir jetzt eben schnell einen Zollstock und Gliedermaßstab, um es fachlich korrekt auszudrücken und messe das eben aus. Weil die wirken wirklich kürzer als andere Zigarillos. Momento. Hier ist jetzt der Turbo, toller Name für Zigarillo finde ich übrigens. Filter Zigarillo mit Naturdeckblatt, muss ein Naturdeckblatt sein. Hier ist mein Gliedermaßstab, übrigens zufällig auch von Fritz Müller in Wilhelmshaven. Die Firma gibt es nicht mehr, also kann ich den Namen ruhig in der Hand in den Mund nehmen. Der hat 82 mm. Ja, ich kriege die Kamera sowieso bei diesem Lichtverhältnis nicht fokussiert, aber. So, das ist jetzt hier die Turbo, der Turbo Cigarillo. 82 mm. Jetzt habe ich hier einen von West zufällig. Seht ihr, West. Komm. So
So eine arschteure Kamera und die fokussiert nicht richtig. Ja, ich nehme hier einen raus. Auch 82. Dann habe ich nichts gesagt, dann sind die Turbo genauso lang wie die West, aber die kamen mir gerade kürzer vor. Dann will ich da jetzt nichts zu gesagt haben. Wie gesagt, die kam mir kürzer vor, war jetzt keine böse Unterstellung oder so weiter. Ja, Durchmesser sind 7 mm, so wie sonst auch, oder 8. Ja, alles super. Geringer Zugwiderstand. Leichter Tabakgeschmack so hier im Mund. Ja, leichter Tabakgeschmack. Ich kann leider nicht sagen, was das für Tabak ist, aber das ist wahrscheinlich eine Mischung. Steht halt irgendwie was drauf? Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da drin sein könnte. American Blend Tabak, ja. American Blend, das ist natürlich wahrscheinlich eine Mischung. Ist natürlich eine Mischung. Ja. Angenehmer Zugwiderstand, schöner Tabakgeschmack, nicht zu doll, nicht zu wenig. Brennt ganz leicht auf der Zunge. Es ist nicht absolut fein, aber man kann es wirklich sehr gut rauchen. Für den Preis kann man nichts sagen. Wie gesagt, da kostet der einzelne Zigarillo jetzt 11,723 Cent. Die Vesta kostet jetzt das Stück 15. Ja, über 15 irgendwas habe ich durchgerissen, also knapp 16 Cent das Stück. Und normalerweise liegen diese günstigen Zigarillos so ungefähr bei 13 Cent das Stück. Also diese sind auch günstiger als der Durchschnittszigarillo. Sind auch günstiger als der durchschnittliche günstige Zigarillo. So. Ich habe meinen Aschenbecher leider nicht sauber gemacht, aber lässt sich sauber abaschen. Aber dafür, dass diese hier wirklich noch günstiger sind als der Durchschnitt, kann man die wirklich gut rauchen. Nö, kann ich wirklich gut empfehlen, das muss man wirklich sagen. Kann man gut rauchen. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde die Packung jetzt auch nicht wirklich schön von der Aufmachung her. Ist halt rot. Sieht halt so ein bisschen 90er Jahre alt mäßig aus. Sieht halt ähnlich aus wie die Burton, sieht halt ähnlich aus wie Marlboro. So ein bisschen. Mit viel Fantasie auch Davidoff. Könnte auch Power sein, also ist jetzt kein aufregendes Design, finde ich. Der Name Turbo finde ich jetzt auch nicht passend für Zigarillos oder für Tabakwaren generell, aber ja. Wie soll man den Zigarillo sonst nennen? Also, ich finde, man könnte sie auch mal Romans Garage nennen. Nein, Scherz beiseite. Nee, aber wie gesagt, habe ich auch nie gesehen. Gibt es auch, glaube ich, nur bei Penny diese Turbo-Zigarillos. Aber man kann sie wirklich gut rauchen. Das sagt mir wirklich so. Ja, riecht angenehmer Zigarillo, muss ich sagen. Wirklich ein schöner Geschmack. Ja, ihr könnt mir auch, wie gesagt, schon öfters gesagt, gerne bei Instagram, Facebook, Instagram, Patreon und Twitter folgen. Adressen werden am Ende des Videos und im Videobeschreibungstext eingeblendet. Wenn ich Bock habe, verlinke ich die jetzt hier nochmal. Minute 4,4. Audio Hub. Audio. Minute 4 Minuten 10 Sekunden, so. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut auf meine Social Media Kanälen. Wenn ihr mir Fanpost zusenden wollt. Ich habe hier im Ort keine Parkstation. Und ich möchte jetzt ungern meine private Internetadresse hier im Internet meine private Anschrift im Internet publizieren. Ich habe keinen Bock, dass da irgendwie halb fremde Menschen hier mich besuchen kommen oder mir irgendwie was zuschicken oder nein, oder halt irgendwie Quatsch mit meiner Adresse machen. Da gibt es ja heutzutage Datenmissbrauch und all so einen Scheiß. Darum möchte ich meine private Adresse hier nicht unbedingt publizieren. Parkstation gibt es hier bei uns in Wittmund nicht. Die nächste sind Shorten, sondern das sind auch 20 Kilometer knapp und da fahre ich halt nicht hin für Fanpost. Kann ich mir doch alles gleich selber kaufen. Von daher klingt doof, klingt arrogant, weiß ich, aber. Ich habe nicht mein Auto und ja,
Ich überlege mir das, ob ich irgendwie an der Tankstelle sowas schicken kann. Das frage ich halt mal irgendwo im Ort nach. Mal gucken. Wie gesagt, diese Turbo-Zigarillos kann man gut rauchen, auch wenn sie nicht gerade schön die schöne Verpackung haben. Wie gesagt, rauchen kann man sie gut. Kann ich wirklich weiterempfehlen, besonders zu dem Preis. Also ich finde auch so eine 23er Schachtel Zigarillos, die gibt es quasi gar nicht. Nur die von Yacordia gibt es auch in, von Rewe, die gibt es auch in diesem Format. Und die günstigen Zigarillos, 23er Schachtel gibt es quasi gar nicht. Zumindest nicht nach meinem Wissen. In unserer Nähe schon mal gar nicht. Ich hab nur, war heute nur bei Penny und Rewe, weil ich zufällig nach Wilhelmshaven musste, um mir Gas zum Schweißen zu holen. Ja, ihr werdet übrigens die Tage mal sehen, wie man einen schönen Spiegel bauen kann. Ganz einfach und ganz schnell. Ja. Wie gesagt, Zigarillos raucht man übrigens nicht auf Lunge. Ich zumindest nicht. Braucht ihr auch nicht in die Kommentare schreiben. Ausgegangen. Hier ein schönes Arnold André Feuerzeug von den Schießerillos. Riecht angenehm, muss ich wirklich sagen. Schöner Geschmack im Mund. Kann man gut rauchen. Ich glaube, ich muss öfters mal nach Wilhelmshaven fahren. Ja. War ich heute noch bei Hornbach in Wilhelmshaven, hab mir da Bremsenreiniger gekauft. Was ich ja nicht verstehe, ist, warum kann Hornbach eine Flasche Bremsenreiniger für 1,99 Euro verkaufen von Ballistol. Und in anderen Baumärkten kostet 8 Euro die gleiche Flasche von der gleichen Firma. Das verstehe ich nicht. Ja, habe ich erstmal 32 Dosen mitgebracht. Wenn man schon mal einen großen Shopping-Trip in die Großstadt macht, dann muss sich das ja auch lohnen. Ich war heute auch das erste Mal in einem Action-Markt. Hab mir da Weihnachtsgeschenke gekauft. Es war übrigens auch das erste Mal, dass ich in einem Penny, Rewe und Kaufland war. Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Das gibt es nur ab Nordrhein-Westfalen und dann südlich, auch in die südlichen Bundesländer hinein. Wusste ich es nicht. Wollte ich bei Kaufland auch noch die Hausmarke kaufen, muss. A, habe ich keine gefunden, B, waren da so viele Leute an der Kasse, da wollte ich jetzt nicht mit einer Packung Zigarillen für 2,20 anstehen. Darum habe ich das dann gelassen. Ja, Yacordia habe ich bei Rewe gekauft, zwei Packungen, einmal in lang und einmal in kurz. Eigentlich gibt es sie auch in der Light und in einer normalen Version. Ich habe nur die normale Version bekommen. Ja. Ja, wie gesagt, die Tour bestelle ich vor und dann kommt dann noch so eine Greyhound, heißt das glaube ich. So eine 10er-Packung, kommt auch noch die Tage. Müsst ihr mal vorbeischauen. Die Schischerillos von diesen, dieser Tag hier, Aschenbecher stammt, gibt es im Groß- und Kleinformat. Die habe ich auch schon alle mal getestet, müsst ihr auch unbedingt mal vorbeischauen. Wenn ihr mich als Person geil findet oder sympathisch findet, könnt ihr auch Merch, Fanartikel von mir kaufen. Wird natürlich auch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Verkaufe ich privat über eBay, ich verdiene daran auch nichts. Ich mache das nur, damit ihr ein bisschen Freude habt und mein Kanal ein bisschen bekannter wird. Ja, was soll ich sagen? Ne, kann man wirklich sehr gut rauchen. Macht mir wirklich Freude. Also der Geschmack ist gut, nicht dominant, nicht lasch. Kann man sehr gut rauchen, auch um die Uhrzeit. Kann ich wirklich weiterempfehlen. Schöne Grüße an die Firma Pendy. Habe ich auch bei Instagram verlinkt, dass ich heute bei Pendy war. Im schönen F-Groden oder Vosslab. Interessante Gegend. Ich finde da wirklich so günstige Zigarillos, das ist noch günstiger als die Burton, meine ich, die ich sonst gerne rauche. Ja, genug Schleichwerbung für heute, glaube ich. Ich mache die Rauchtechnik aus, ich verabschiede mich von euch, danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, folgt mir auf meinen Social Media Kanälen, auf Instagram, Facebook, was ich immer noch nicht habe, Twitter, Patreon. Ja, wenn ihr Fanartikel haben wollt, schaut bei eBay vorbei, ich verkaufe da eine Tasse, Sticker und ein geiles T-Shirt von mir. Könnt ihr, glaube ich, alle Größen kriegen, die ihr haben wollt. Natürlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Firma Penny, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ihr eure Turbo-Zigarillos vorgestellt habt. Eigentlich ist es ja eine Werbung für euch. Ich hoffe, ihr seht das auch so.
Ich habe die übrigens selber bezahlt, das habe ich noch nicht gesagt, aber ich habe die selber bezahlt, auch wenn ich sonst nur noch was zur Verfügung gestellt ist, testen möchte. Wenn ich schon dabei bin, um selber zu bezahlen, mein Zigarillo, dann kommen auch noch die Palmal, die Herr Rückgratlos mir empfohlen hat oder gebeten hat, mir vorzustellen. Nee. Der Rückgratlos, der mich gebeten hat, die Palmal blau und rot vorzustellen, dem werde ich natürlich noch nachkommen, irgendwann und irgendwo. Erstmal muss ich hier noch aufräumen. Wie gesagt, ich bin dabei, meine Werkstatt ein- und aufzuräumen. Hab hier Schränke gebaut und so weiter und so fort. Die Videos könnt ihr euch auch gerne mal angucken. War eine Höllenarbeit, darum würde ich mich sehr freuen, wenn da jemand die auch mal anguckt. Ja. Empfehlt mich euren Freunden weiter, dass sie auch abonnieren. Wäre mal cool, wenn ich mit YouTube ein bisschen Geld verdienen würde. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Roman. Audio Hub.